So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar hat der Hannes mir damals ein Paket geschickt. Und da war was drin, das stand die ganze Zeit bei mir jetzt in der Ecke. Das ist dieser Kollege hier. Eine Dose Löschzwerg Cola Orange Energy. Habt ihr sowas schon gesehen? Man kennt ja Cola, man kennt Orange, man kennt Cola Orange, man kennt vielleicht Cola Energy, aber kennt ihr Cola Orange Energy, Cola Orange Limonade mit Taurin? Und das von Löschzwerg. Löschzwerg ist doch eigentlich Bier, oder nicht? Kenn ich nur so, Löschzwerge im Biermantel. Energy Drink mit Cola und Orangengeschmack, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Taurin und Zusatz von 4 Phetaminen. Zack. Das wollen wir jetzt heute probieren und testen. Ist nicht viel, aber ich habe gedacht, damit das nicht so wenig ist, bastel ich mir noch was zusammen. Das sieht nämlich im Endeffekt so aus. Da habe ich neben dem Löschzwerg Cola Orange auch eine Cola Orange aus dem Kaufland mal zum Probieren. Wir haben Spezi, Paulaner Spezi, weil die der Isma auch so gerne trinkt und weil die Paulaner halt heißt wie die Paula. Und eigentlich wollte ich das Original Spezi in Dosen, aber sind jetzt Flaschen geworden leider. Was ist der Unterschied? Was schmeckt am besten? Billig, Cola Orange, Paulaner Spezi oder Original Spezi oder doch die Cola Orange mit Energy? Das fürs Thumbnail sieht doof aus, weil ist schon wieder alles so dunkel. Wir stellen euch trotzdem mal hier hinten hin und ich würde sagen, wir beginnen mal ganz kurz mit der Billig-Dosen-Variante aus dem K-Classic-Store, also aus dem Kaufland, Cola Orange. Okay. Schmeckt nach Cola und Orange. Es hält das, was es verspricht. Da ist jetzt nichts gekühlt oder irgendwas. Irgendwie ein bisschen zu viel Kohlensäure. Irgendwie brennt das einfach nur die ganze Zeit. Die ganze Speise, Luftröhre, alles mit einmal weg. Das Hirn ist auch schon fort. Ist okay. Aber ich glaube, das geht besser, ja. Das heißt besser in Form von Paulaner Spezi. Wir gucken mal Paulaner Spezi. Schwört der Ismo drauf. Pupsi bringt das oft mit im Vorpack. 4 Döschen. Mal gucken, ob das jetzt dagegen ankommt, ob man direkt sagen kann, das ist Paulaner, das ist K-Classic. Oder merkt er eigentlich gar keinen Unterschied? Es müsste ja irgendwo auch was draufstehen, wie viel von was wo drin ist, oder? Ist das 50-50 gemischt? Ist das anders gemischt? Ist das gar nichts? Hier steht nur irgendwas, Orangensaftkonzentrat 2%. Mehr steht da nicht. Irgendwie kommt mir das ein bisschen süßer vor. Orangensaftkonzentrat 2,2%. Also da ist wohl mehr Orange drin als in dem ersten. Und deshalb auch süßer. Aber auch nur so gering. Das heißt, ihr schmeckt eigentlich fast gar keinen Unterschied. Bevor ihr euch also Paulaner Spezi kauft, könnt ihr auch genauso gut einfach K-Classic Cola und Orange trinken. Das wäre dasselbe, nur in grün. Was sagt unser Kamerad von Original Spezi? Wenn wir das mal aufmachen, eigentlich ist es, alles hätte in der Dose sein müssen. Das ist jetzt nicht in der Dose, das heißt, es schmeckt schon mal nicht nach Dose, sondern nach Flasche. Riecht noch süßer. Oh, 3,1% Saftgehalt, 2,3% Orangensaft und 0,8% Zitronensaft. Also das Original Spezi ist noch saftiger, hat noch mehr Prozent an Saft, aber irgendwie merke ich gerade immer noch nicht so den großen Unterschied. Also ich glaube, es ist wirklich egal, was von den drei ihr trinkt. Ihr könnt einfach nur das Billige trinken. Ihr braucht gar nicht das Teure.
Gönnt euch Karl Classic, E-Beste, obwohl ne, Beste 5-0er Dosenbier. Wir kommen also zum Hannes, seinem Kandidaten. Der Löschzwerg, Cola Orange, mit Energy, der jetzt antritt und die beiden vernichten möchte. Oh, das riecht schon wieder so nach Erbrochenem. Obwohl, normales Energy ist ja so unglaublich süß und ekelhaft. Das hat wenigstens noch so eine herbe Cola-Note dabei. Ich riech sowieso nichts, meine Nase ist einfach nur verkorkst und das war's. Wir probieren mal hier vom Löschzwerg Cola Energy. Obwohl jetzt schon eigentlich alles voll ist. Das gibt mir gleich neue Kraft. Man merkt deutlich den Energy-Geschmack. Ich finde, ich merke eigentlich kaum, dass es jetzt irgendwie nach Cola schmeckt und auch nicht nach Orange. Was man merkt, ist das Energy, aber nicht das reine Energy, sondern das Energy, was irgendwie dann noch ein bisschen dumpf abgeht vom Geschmack her. Also kann man mal trinken, hat trotzdem insgesamt aber so einen richtig eigenen Geschmack. Ich glaube, wenn ihr nicht unbedingt so richtig Energy-affin seid und sagt, boah, ich trinke so gerne Energy, ich brauche jeden Tag Energy, Energy hier, Energy da, dann ist das jetzt was, wo man sagt, ja, ich trinke lieber richtige Cola als Energy-Cola dabei. Ihr habt ja auch, gibt es ja vom Booster auch Booster-Cola als Booster mit Cola, aber es gibt auch The Real Booster-Cola. Das ist auch alles so ähnlich in die Richtung, glaube ich. Hat ein bisschen was von Bonbon-Zeugs irgendwie. Gab es immer diese Ketten. Diese Liebesketten, die man da zerbeißen konnte und essen. Hat irgendwie davon was. Ob das was mit Cola zu tun hat, ich glaube es eigentlich nicht. Schmeckt trotzdem jetzt nach dem zweiten Schluck eigentlich fruchtiger, leckerer als der Rest. Also ich glaube, wenn man mehr von dem Löschzwerg trinkt, je mehr man trinkt, desto besser geht's einem. Ihr gönnt euch Löschzwerg, Cola Energy, vergesst einfach alles und vergesst auch alles, was ich jetzt gerade gesagt habe. Denn zum Abschluss wollen wir wieder mal ein gutes 5-0er Dosenbier testen. Jetzt im neuen Design, am Start. Obwohl mir jetzt schon schlecht ist, aber egal. Das muss ich jetzt noch wegziehen. Und dann muss ich noch was zu essen testen. Deswegen muss ich erstmal was trinken, dass ich dann was essen kann. Boah, riecht das... Als ich das letzte Mal 5-0er getestet habe, getrunken habe, habe ich Bewertungen beim NRR-Battle gemacht und naja, das im Endeffekt saß ich klatschend da, so. Aber da war auch Uso im Spiel, das muss man dazu sagen. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Was habt ihr für eine Lieblings-Cola? Trinkt ihr gerne Mezzo-Mix, Paulaner Spezi, Spezi Original, sonst was, irgendwelche Billigsachen? Trinkt ihr gerne Cola mit Orange, also Spezi? Und welches ist eurer Meinung nach die beste Spezi, von welcher Firma? Oder trinkt ihr Bier, dann schreibt das auch mal rein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Ich hole mir gleich ein Löschzwerg zurück. Einfach nur nochmal zum Nachspülen. 500 Dosen Bier, bestes Bier. Schau.